Jo, moin, herzlich willkommen bei den Transkrauts. Wir haben die Woche 28 und das Thema Generation. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr verpennt, weil ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen. Ich muss arbeiten. Das sind ganz beschissene Zeiten. ja, Generation. Also, ich glaube, dass, also man denkt ja immer, dass ältere Menschen, also die Oma und der Opa und ja, sowas, ne, Uroma, dass die Probleme mit anderen Menschen sind, also mit homosexuellen Menschen oder ja, wir Transsexuelle oder was weiß ich, wie, oder Menschen, die tätowiert sind, stark tätowiert sind, ja, aber ich finde, dass dem ist gar nicht so. Also es mag sicherlich Omas und Opas geben, die so denken, aber ich finde, dass die meisten eigentlich überhaupt keine Probleme damit haben, im Gegenteil. Also meine Oma hat gesagt, weil sie hat mich einfach so am Thema angesprochen, weil ich das ja meiner Mama erzählt habe, ja, und dann sagte sie, so, und du möchtest jetzt also ein Mann werden und sowas, ne? Und da sagte sie dann, ja, aber das machst du, mach doch nichts, dann bist du jetzt halt der Christian, aber du bleibst doch trotzdem unsere Enkelin. Ja, okay. Ja. Ich glaube eher, dass diese mittlere Generation so Probleme hat. Also das, was unsere Eltern sind, so diese Generation. Meine Mutter zum Beispiel hat dabei ja, hat damit ja Riesenprobleme, weil sie das überhaupt nicht verstehen kann, dass ich kein Mädchen sein will, in dem Sinne, weil sie hat ja eine Tochter geboren und weil sie hat ja schon einen Jungen und ja, das kann sie überhaupt nicht verstehen. Schnauze, Matteo. Psst, Ruhe. Und, ja, ich hab jetzt aber auch von keinen Menschen jetzt irgendwie was Böses gehört, also weder auf der Straße, weil ich ja durchweg gut passte, noch, ja, sonst wo im Internet, also klar, die Jugendlichen heutzutage, wie sie im Netz nun mal sind, passiert das schon mal, wenn sie das mitkriegen. Aber ansonsten, ja, also unsere Generation, vor allen Dingen meine, denke ich mal, ist da schon ziemlich tolerant. Die Omas und Opas auch. Die mütterliche und väterliche Generation, ja, geht so. Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben da auch eher keine Zeit, drüber nachzudenken und sowas. Weil die den ganzen Tag im Büro hocken. Ja. Ich glaube, die können sich da nicht so mit befassen, weil sie überhaupt gar keine Zeit haben. Och, Mann, ich will ins Bett. Ja, ansonsten war's das auch schon wieder von heute. Ich kann noch gar nicht richtig sprechen, ich muss mal erst noch wach werden, ne? Also, tschüss. Ja?